das Arbeiten oder das Begleiten von Kindern in so entscheidenden Prozessen ist das, was mich glücklich macht und mich in meinem Job erfüllt. Wie der Name schon sagt, erziehst und betreust du Kinder, Jugendliche oder auch junge Erwachsene. Dabei ist vor allem der richtige Umgang wichtig. Empathie ist ein ganz wichtiger Punkt, den man braucht, gerade wenn ein Kind weint. Fitness ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Bestandteil, vor allem so die Bewegung, weil man sitzt nicht nur die ganze Zeit 8 Stunden auf dem Stuhl und bastelt mit den Kindern, sondern ist halt auch viel in Bewegung. Das bringst du mit. Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen, psychische Belastbarkeit, gute Beobachtungsgabe, Kommunikationsfähigkeit. Voraussetzungen sind ein Realschulabschluss, Hochschulreife oder unterschiedliche Praktikas, die nachweisen, dass ich im pädagogischen Feld schon mal tätig war. Achtung, je nach Bundesland können andere Voraussetzungen gelten. Die Ausbildung dauert 2 bis 4 Jahre. Du kannst später auch in Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen, Ferienheimen, Beratungsstellen oder Jugendzentren arbeiten. Das lernst du. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene fördern und erziehen. Gruppenaktivitäten gestalten. Pädagogische und kreative Methoden. Der theoretische Teil in der Ausbildung unterliegt ja unterschiedlichen Modulen. Ein großer Teil ist Entwicklung des Kindes, die Bindung, Bindungstheorien. Dann gibt es auch immer einen ganz, ganz großen Teil Kommunikation. Die theoretischen Inhalte lernst du in der Berufsfachschule. Praxiserfahrungen sammelst du durch Praktika. Wenn ich es schaffe, immer noch mein eigenes kleines Kind rauskommen zu lassen, dann bin ich definitiv richtig an der Position zu sagen, ich bin Erzieher. So kommst du weiter. Weiterbildungen, zum Beispiel Psychologie, Elternberatung, Studium, zum Beispiel Kindheitspädagogik, soziale Arbeit. Teilweise kann ich das Studium auch so beginnen, ohne Abitur, wenn ich die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieher in der Tasche habe. Ob es jetzt draußen ist oder hier im Bewegungsraum, wenn man mit den Kindern was zusammen durchführt, das ist einfach nur das Schönste. Weil Kinder sind ehrlich und geben immer das beste Feedback. Weil es einfach super vielfältig ist, es wird nie langweilig und jeder Tag ist einfach anders.